Du bist auf der Suche nach einem frischen Alltags-Make-up, das du perfekt im Frühling tragen kannst, was einfach nachzuschminken ist, dich zum Strahlen bringt und wo du garantiert richtig viele Komplimente für bekommst. Ich habe dafür nur eine Palette verwendet, die Blossom Glow Eye in Cheek Palette. Da drin sind wunderschöne Frühlingsfarben. Einmal 4 Lidschattenfarben fürs Auge, ein Highlighter und ein Blush. Bleib jetzt unbedingt dran, dann zeige ich dir, wie auch du diesen wunderbar frischen Frühlingslook nachschminken kannst. Ich starte mit der Tinted Serum Foundation und das Schöne bei der Foundation ist, dass sie Vitamin E und Hyaluronsäure enthalten hat. Also ist sie super schön feuchtigkeitsspendend und natürlich. Und hat auch so eine praktische Pipette. Dann nehme ich einfach so ein bisschen hier auf meinen Handrücken und arbeite dann mit einem Make-up-Schwämmchen das Ganze in meine Haut ein. Da es ein alltagstauglicher Look werden soll, nehme ich wirklich nur ganz wenig. Man braucht gar nicht viel. Ich nehme so ein bisschen auf mein Make-up-Schwämmchen und blende das Ganze in meine Haut ein. Tupfe das einfach so ein bisschen hier überall ein, wo ich das Gefühl habe, dass ich so ein bisschen Rötungen habe und unebene Stellen, um einfach den Hautton etwas mehr auszugleichen. Wenn der Farbton nicht passen sollte, mischt ihr einfach verschiedene Farben zusammen. Das mache ich auch das ganze Jahr über, weil meine Haut verändert sich natürlich. Jetzt im Frühling ist sie noch hell vom Winter, aber im Sommer werde ich dann brauner. Dann nehme ich einfach eine dunklere Farbe. Also hier könnt ihr die Tinted Serum Foundation einfach auch super gut untereinander mischen, weil die eben auch so cremig ist. Ich mache ganz gerne das Make-up-Schwämmchen nochmal nass und arbeite dann nochmal eine zweite Schicht von der Tinted Serum Foundation in meine Haut ein, weil ich einfach finde, dass das Ergebnis dann nochmal ein bisschen deckender wird und die Haut einfach nochmal ein bisschen makelloser und ausgeglichener aussieht. Also ich arbeite da oft in Schichten, weil dann kann sich nämlich die Foundation optimal mit der Haut verbinden. Sieht sehr natürlich aus. Und ja, weniger ist da mehr. Also lieber schön in kleinen Schritten arbeiten, alles schön einarbeiten. Und dann könnt ihr auch weitermachen mit eurem Concealer. Beim Concealer nehme ich den Cover & Care Concealer. Der ist super für die sensitive Augenpartie, aber eben auch wieder schön pflegend. Aber was ich auch toll finde, ist, er ist nicht zu cremig. Also er hat wirklich eine gute Deckkraft und hält bis zu 16 Stunden. Da gebe ich einfach etwas unter meine Augenpartie. Ich neige nämlich zu Augenschatten und deswegen ist mir ein gut deckender und langanhaltender Concealer super wichtig. Weil wir Frühling haben und gerne strahlen möchten, nehme ich auch noch etwas vom Concealer und highlighte einzelne Stellen. Das mache ich hier bei der Nase und auch noch ein bisschen am Kinn. Und auch hier schnappe ich mir wieder mein Make-up-Schwämmchen und arbeite das ganz sanft in meine Haut ein. Im Frühling trägt man ja auch gerne Kleider und leichtere Klamotten. Es wird endlich wärmer und ich finde, das Make-up soll dann eben auch schön leicht sein und zu diesen wärmeren, schönen Temperaturen passen, ne? Dass man sich irgendwie leicht und wohl fühlt. Ja, dass man nicht irgendwie so denkt, man ist zugekleistert im Gesicht, dass man irgendwie kein schweres Make-up im Gesicht hat, sondern das Make-up sich einfach super mit der Haut verbindet und frisch und leicht ist und ja. Das ist echt bei dieser Tinted Serum Foundation und dem Concealer eine super gute Kombi. Mit Bronzer bekommt das Gesicht mehr Kontur und sieht so einfach schön frisch und von der Sonne geküsst aus. Ich mag das immer, man sieht einfach so schön erholt aus. Und ich verwende da den Clean ID Mineral Bronzer mit SPF. Der ist einfach, finde ich, die optimale Farbe. Damit gehe ich einfach hier so ein bisschen bei meinen Wangen entlang. Ich finde, das macht dann auf jeden Fall nochmal den Unterschied, finde ich. Man sieht einfach so schön frisch aus. Und einfach, ja, als ob man einfach viel draußen ist an der frischen Luft und einfach bekommt so eine gesunde Farbe. Wichtig ist hier immer, den Pinsel gut auszuklopfen, damit das Ganze nicht fleckig wird. Also dann versuche ich immer, hier gut das Ganze einzuarbeiten, damit bloß es nicht fleckig wird, sondern wirklich nur ganz natürlich aussieht und sich optimal mit eurer Haut und eurem Make-up verbindet. Wenn ihr sagt, oh, ich habe zu viel Produkt erwischt oder mir ist es doch ein bisschen zu dunkel geworden, geht einfach nochmal mit eurem Make-up-Schwämmchen drüber. Dann könnt ihr das nochmal besser einblenden in das ganze Make-up, was ihr aufgetragen habt. Und da verbindet sich das auch wieder ganz gut mit dem restlichen Make-up und sieht einfach auch wieder natürlicher aus. Jetzt kommen wir zum Herzstück des Looks und zwar die Blossom Glow Eye in Cheek Palette. Das ist eine wunderschöne frühlingshafte Palette, die nicht nur 4 schöne frühlingshafte Lidschatten drin hat, sondern auch einen Highlighter und einen Blush. Und damit kann man wirklich einen super schönen frischen Frühlingslook kreieren, für den ihr garantiert richtig viele Komplimente bekommt. Ich benutze die Palette, seitdem ich sie habe, jeden Tag und ich sage euch, das ist die perfekte Palette, um einfach einen frischen, schönen Alltagslook hinzubekommen. Als erstes starte ich mit den Augen und ich mache den Pinsel immer ein bisschen feucht. Da nehme ich das Hyaluronic Fixing Spray. Mache ich einfach ein bisschen feucht den Pinsel und dann dabbe ich hier in meine Blossom Glow Eye Cheek Palette, nehme die Farbe Magnolia und
diese schöne Farbe trage ich jetzt einfach auf mein bewegliches Lid auf. Und gehe da einfach immer wieder mit dem Pinsel rein, um einfach das Maximum an Farbabgabe rauszubekommen. Das Schöne hier ist, die Lidschatten sind gut pigmentiert, also man kann sie wunderbar aufbauen. Man kann die Lidschatten aber auch nur ganz leicht auftragen. Ich mag es gerne ein bisschen intensiver. Deswegen, ja, gehe ich auf jeden Fall zweimal rein, blende das hier oben schon mal so ein bisschen aus, aber nicht zu viel, weil dafür nehme ich dann gleich nochmal einen Blendepinsel und mache das natürlich beim anderen Auge auch. Dann nehme ich hier meinen Blendepinsel und gehe in die Farbe Pure. Die nehme ich hier unter die Augenbraue und verblende somit hier meine Farbe. Die ist auch so richtig schön rosig. Ich wollte jetzt wirklich einfach eine ganz schöne rosige Farbe hier drauf, die sich bis zu den Augenbrauen hochzieht. Und da könnt ihr ruhig, ja, mit ganz leichten Bewegungen die Farbe ausblenden. Ganz seichte Bewegungen, dann wird es immer am schönsten, finde ich. Wir wollen ja so einen ganz soften Übergang. Was ich auch immer besonders schön finde, ist, wenn man nochmal mit der Magnolia-Farbe hier in den Augeninnenwinkel geht. Ich finde, das macht den Look dann tatsächlich nochmal besonderer. Und ja, den könnt ihr einfach so ein bisschen unter eurem Auge noch langziehen, die Farbe. Ich mache es nicht zu doll, also ich gehe hier wirklich nur am Anfang lang. Das finde ich, rundet den Look einfach nochmal ab, wenn einfach unter dem Auge die Farbe ein bisschen weiter geht. Bevor ich bei den Augen weitermache, möchte ich mich aber an meine Augenbrauen machen, die ich auch immer sehr wichtig finde für ein Make-up, denn sie setzen den Rahmen, finde ich, für das Augen-Make-up, rahmt den ganzen Look nochmal schön ein, deswegen mag ich sehr definierte Augenbrauen. Da nehme ich den On Point Brow Liner in der Farbe Dark Blonde, weil der einfach auch eine schön helle Farbe hat. Ich habe eher dunklere Augenbrauen, aber ich arbeite da eher gerne mit helleren Farben. Was ich bei dem so mag, ist, dass er so eine ganz dünne Stiftform hat. Und damit kann man wirklich ganz akkurat und gezielt arbeiten. Und das Ganze sieht dann aber nicht so angemalt aus, sondern ganz natürlich. Und die Farbe, also nehmt da eher, finde ich, immer eine hellere Farbe, weil wenn es zu dunkel ist, dann sieht es gleich immer sehr stark angemalt aus, und mit einer helleren Farbe hat man eben die Möglichkeit, dass die Augenbraue wirklich nur ganz leicht definiert ist und man hier auch einzelne Härchen nachzeichnen kann. Um meine Augenbrauen zu fixieren, nehme ich dann das Super Glue Brow Styling Gel. Das ist wirklich Super Glue, denn die Augenbrauen halten wirklich den ganzen Tag da, wo sie sein sollen. Da verrutscht wirklich gar nichts, sondern die Augenbrauen werden wirklich da gehalten, wo sie auch sein sollen. Das Super Glue Brow Styling Gel hält wirklich super gut. Ihr könnt die Augenbrauen ein bisschen hochbürsten. Wie gesagt, wenn ihr einen anderen Look anstrebt. Ich mag das so, wenn ich meinen Augenbrauenpuder auftrage und dann das Ganze nochmal fixiere, dann hält es wirklich den ganzen Tag und ich kann mich darauf verlassen, dass da nichts verrutscht und meine Augenbrauen genauso bleiben, wie sie jetzt sind. Jetzt sind die Wimpern dran und da nehme ich die Pure Volume Mascara Waterproof. Gerade im Frühling drehen bei mir öfter die Augen und da finde ich super wichtig, dass meine Mascara da bleibt, wo sie ist und ich mich auch darauf verlassen kann, dass da nichts verläuft. Die hat einfach ein super schönes, dickes Bürstchen, mit dem man die Wimpern optimal nach oben kämmen kann. Das machen wir jetzt mal zusammen. Hier arbeite ich immer in so ganz leicht zuckenden Bewegungen und trage das Schicht für Schicht auf. Auch das wieder ganz behutsam. Man kann das total natürlich lassen, man kann aber auch sagen, ich möchte jetzt mehrere Schichten auftragen, um wirklich so einen False Lash Effekt zu erzielen. Ich tusche die Wimpern auch immer gerne unten und da finde ich es gerade wichtig, dass die Mascara waterproof ist, weil die Augen tränen mal und wenn dann die Tränenflüssigkeit da unten dran kommt, dann soll da nichts verrutschen. Deswegen finde ich da ehrlich gesagt waterproof super wichtig. Und da baue ich einfach das ein bisschen auf, gehe immer so über meine Wimpern. Und jetzt trage ich eine weitere Schicht auf. Um ein schönes, voluminöses Ergebnis zu erzielen, würde ich so 4 Schichten auftragen von eurer Mascara. Jetzt wollen wir ein bisschen Frische und Glow ins Gesicht zaubern und da kommt wieder die Blossom Glow Eye and Cheek Palette zum Einsatz. Ich nehme jetzt hier die Farbe Feeling Blushed. Das ist ein schöner Roséton, der für richtig schön Frische im Gesicht sorgt. Das ist übrigens ein matter Blush, den kann man wunderbar aufbauen und so richtig schön viel Frische ins Gesicht zaubern. Ich trage das ein bisschen hier auf meine Apfelbäckchen auf. Ich finde, das sieht immer richtig schön frisch und ja, rosig aus, wie nach einem langen, schönen Frühlingsspaziergang.
Und dann kommt auf jeden Fall Highlighter zum Einsatz. Da verwende ich den Luminous Rose Highlighter. Der ist ganz schön fein pigmentiert. Und da gehe ich einmal hier über meine Nase. Ich liebe diesen Effekt, weil ich finde, das macht irgendwie nochmal den Unterschied, wenn auf der Nase Highlighter ist. Dann natürlich hier oben auf den Wangenknochen. Highlighter darf bei mir nie fehlen. Jetzt sind noch die Lippen dran und da trage ich am liebsten leichte Rosé-Töne, jetzt besonders im Frühling, die aber sehr glossy sind, weil ich finde, zu einem Alltagslook gehört, finde ich, ein glossy, leichter Lippenstift, der am besten noch pflegend ist und da benutze ich den Melting Kiss Glossing Stick und der ist einfach perfekt, ist ganz angenehm auf den Lippen. Es gibt noch viele schöne weitere Farben, aber ich habe jetzt hier die Farbe 010. Und der gibt nur so ein bisschen Farbe ab, ist ganz cremig, pflegend und eigentlich wie so ein Lipbalm, aber eben noch besser. Wenn ich aber sage, ich möchte noch mehr Glow auf den Lippen, ich möchte noch, dass meine Lippen irgendwie plastischer aussehen, noch mehr hervorgehoben werden, dann nehme ich sehr gerne den Plump Build Up Lip Booster. Da ist Menthol drin und das polstert die Lippen wirklich so ein bisschen auf. Ne? Es spitzelt so ein bisschen, fühlt sich irgendwie schön frisch an und ich habe jetzt hier die Farbe Real Talk. Das ist eine super schöne Roséfarbe. So, das habe ich jetzt aufgetragen, geht super schnell. Ich merke so ein bisschen das Bitzeln auf meinen Lippen. Das ist mein fertiger Look. Falls ihr aber sagt, ihr möchtet nochmal einen Pop of Color, ihr möchtet einen farbigen Liner-Akzent an den Augen setzen, dann zeige ich euch, wie ihr das jetzt machen könnt. Ich habe hier den Calligraph Artist Matte Liner. Damit kann man einen wunderschönen Lidstrich ziehen. Wir machen uns jetzt mal zusammen dran, den Liner zu verwenden. Ich fange hier mal in der Mitte an und dann arbeite ich mich immer weiter. Ich gehe erstmal ganz präzise hier vor, aber in ganz leichten Strichen. Und das Tolle ist, den kann man ganz toll aufbauen, den Eyeliner. Jetzt mache ich hier so einen leichten Wing und Leute, es klappt tatsächlich, weil der super einfach in der Handhabung ist. Das Schöne hier ist auch wieder, ihr könnt den nur leicht auftragen, aber ihr könnt auch die Farbintensität steigern, indem ihr einfach nochmal drüber geht. Ich gehe hier nochmal drüber, weil ich die Farbe so schön finde und einfach finde, dass das einfach eine wahnsinnig schöne blaue Farbe ist. Ja, hier ist mir sogar der Wing gelungen. Das klappt wirklich toll mit dem. Also auch wenn ihr nicht erprobte Eyeliner-Profis seid, auch ihr bekommt mit diesem Calligraph Artist Matte Liner euren Lidstrich hin. Es ist wirklich super easy damit. Der liegt leicht in der Hand, man kann ganz einfach einen Lidstrich ziehen. Und ihr seht hier schon bei dem einen Auge, ja, also es ist wirklich was Besonderes, finde ich. Es gibt dem Ganzen nochmal richtig viel Ausdrucksstärke. Ja, das ist das Ergebnis mit dem Liner. Ich finde, es gibt nochmal das gewisse Etwas und lenkt den Fokus nochmal mehr auf die Augen. Ich finde es total schön, frisch und frühlingshaft und etwas ganz Besonderes. Ich habe den Liner jetzt auch schon häufiger getragen und immer dafür richtig viele Komplimente bekommen. Also ihr seht, das zieht schon die Blicke auf sich und ist echt mal was anderes. Es gibt noch einen weiteren Alltagslook hier auf dem Kanal, was jetzt auch perfekt in den Frühling passt. Allerdings mit dem Fokus auf die Lippen. Schaut auch dort gerne vorbei. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt unbedingt einen Daumen nach oben und vergesst nicht, den Catrice-Kanal zu abonnieren für weitere Make-up-Tutorials. Ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao!